Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play GTA 4. Ja, wir sind hier in unserer neuen Bruchbude. Sieht aus wie Arsch und Friedrich. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal eine vernünftige Bude zu bekommen. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo es in diesem neuen, schäbigen Etwas von zu Hause raus vor die Tür geht. Aber irgendwo wird ja wohl eine Tür sein, die offen ist. Probieren wir es mal hier unten. Ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. Jo! Wunderbar, was laberst du? Jetzt schauen wir erstmal auf die Karte. Wir haben hier nur bei Manny die Missionen momentan. Dementsprechend ist ja auch wohl schon klar, wo wir uns hinbewegen werden. Wir werden uns hier erstmal so ein Töff-Töff klauen. Ja. Das war dann wohl das Klauen. Dann schnappen wir uns mal diese Karre hier. Die könnte ein bisschen Gas geben. So, erstmal wieder hier. Ich hab's viel zu laut gerade auf dem Kopfhörer. Dann machen wir erstmal etwas leiser. Nehmen wir unseren Radiosender. Und dann fetzen wir auch schon los. Ja, ich weiß nicht, ich habe zwar irgendwie voll Bock auf GTA, aber irgendwie gerade ja überhaupt, was will Bruce hier denn jetzt schon wieder? Hey, LB, we've been kicking it a bit now, man. How about you and me hit the bowling alley, yeah? Nein. Shit, Brucey. I ain't in the bowling mood right now. Some other time. Vorsicht. All right, LB, that's how you're playing it. We're gonna have boah, du bist so ein Lutscher ohne Witz. Verzieh dich. Ja, Bruce, die mag mich nicht mehr. Kein nicht so schlimm. Street Swapper. Okay, I just want to get one more shot, please. This is going to look great right over here. Officer, please, I need you this way. Thank you. Tight, up on Manny. I need you guys tight. It's going to be great. Okay, thank you. A little closer. Thank you so much. Wonderful, wonderful, beautiful. Now, we are going to be... All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey, man, you know... For a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man. Word, give it up. Hey, Officer McCready, this is Nico right here. This is my man, Nico. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know? I got things to do. You, off. Yo, man, I was getting my flow on, man. I ain't rapped for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. See, whatever, man, fucking... Punk. Yo, listen, homeboy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo, that's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes. You know what I mean? Ja, ja, bla, bla, bla. Irgendwelche haben nicht das Gesetz der Straße eingehalten und müssen deswegen jetzt getötet werden. Bla, 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 bla. Wayne interessiert's. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte. Ja, so weit ist das ja nicht. Dort ist, glaube ich, unser Auto. Wer auch immer das da hingeparkt hat. Jetzt bewegen wir uns erstmal zu unserem Ziel. Hoppala. Natürlich, like GTA-Style. Bisschen Scheiße bauen, bisschen driften, Driftspaß und so. Ja, irgendwo da hinten müsste unser Ziel sein. Eliminiere die Gangmitglieder. So, wo sind die Gangmitglieder? Okay.
Wir bewegen uns mal hier hin. Was haben wir denn für Waffen? So. Baller, baller. Okay, wir müssen es mal ein wenig anders machen. Wir werden diesen hier machen. Da sind wir dann doch ein bisschen schneller. Und da vorne verpisst sich gerade noch jemand. Den müssen wir auch noch schnell eliminieren. Ich habe das Gefühl, der ist mit dem Auto unterwegs. Irgendwie kriege ich den gerade nicht eingeholt. Herr Tatsache, der ist mit dem Auto unterwegs. So, ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Ja, schade eigentlich. Dementsprechend schnappen wir unser Handy. Street Sweeper erneut. Wunderbar, begib dich zu dieser Straße. Wir schnappen uns hier mal wieder das erstbeste Auto. Komm, aussteigen. So, erstmal einen anderen Radiosender wieder. Ut, ut, ut. Yay. Wir machen es diesmal auf diese Art. So. LB. So, wir wechseln jetzt erstmal hier die Waffe. Wechseln hier nicht die Waffe, sondern verfolgen das Auto weiter. Liegen diesmal und erst dann fahren wir zurück und erledigen die anderen. Okay, dementsprechend gleich noch einmal. Allerdings werden wir jetzt es ein bisschen anders angehen. Was haben wir denn an Waffen? Wir haben eigentlich nur die Pistole, mehr oder weniger. So. Das ist Bozelei, die können wir nicht schnappen. Das ist auch Polizei, das Auto sollten wir auch nicht nehmen. So, und dann schnappen wir uns hier dieses Auto hier. Geben direkt ein bisschen Gas. Wechseln den Radiosender und wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder.
wenn es heißt Let's Play GTA 4. Ich bin's, euer Darkbrain90. Bis dahin. Ciao, ciao.